Hallo und herzlich willkommen, ja wahrhaftig, zurück zu einer neuen Folge Subnautica. Oh ja, da liegt die Aurora. Ja, aber wie man in der Beschreibung oder besser gesagt in den Titel schon lesen kann, bin ich nicht alleine. Hier unten in der Kapsel ist tatsächlich, da ist er, hüpf mal. Mach doch mal. Du guckst da durch. Oh, ich häng fest. Okay. Nee. Wir zocken Subnautica im Multiplayer. Der Pappnase ist tatsächlich Nicht-Besitzer von Subnautica gewesen und ja, hat keine Ahnung, außer von meinen Videos, ne? Ja, du musst mir alles zeigen. Okay. Weil ich werde es nach dieser Folge wahrscheinlich eher alles besser machen als du. Hörst du das, was sie sagt? Nee. Okay, dann musst du wahrscheinlich selber nochmal drauf drücken. Brauchen wir den Feuerlöscher noch? Ich habe den schon eingesteckt. Ich glaube, du darfst den auch nochmal einstecken. Ach so. Der Vorrat ist leer. Okay, ich bin total raus, was Subnautica betrifft, ey, ehrlich. Also, als allererstes müssen wir Sachen machen. Ich hab Hunger, ich fange erstmal einen Fisch. Zack! So. Boah, ist die Grafik geil. Schon so lange nicht mehr gespielt, ey. Ewig und drei Tage. Okay, das Erste, was wir machen müssen, ist erstmal Sachen sammeln und Blueprints und so ein Mist. Oh Gott. Fang Fische. Fische, hier so Blasenfische, kriegst ja Wasser raus. Wir haben wenig Luft, also schnell eine neue Sauerstoffflasche bauen. Da ist der Pappnase. Pass auf, der hat eine Luft. Ach, alles gut. Ich hab das schon mal gemacht. So, ich koche mal was Leckeres. Ein paar leckere Augenfische. Okay. Hier, Fisch. Fisch, ich will dich haben. Ich hab einen Fisch. Super. Ich brate mir gerade schon welche. Voll, freu dich doch. Ja, ich bin halt gut, ne? So. Ja, bald kommt ja, was heißt bald? Ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann kommt ja ein neues Subnautica raus. Und zwar eins, wo wir auf einem Eisplaneten sind. Da bin ich mal mega gespannt drauf. Und wäre noch eine geile Vorbereitungszeit, ne? Mit Partner also nochmal Subnautica durchzocken. Hier liegt ein Container rum. Ja, dann guck mal, wie lange bist du denn schon unter Wasser? Wie kann ich denn hier mit dem Container rummachen? Ja, wahrscheinlich kannst du gar nichts an dem Container machen. Zeig ich mal, ich komm. Welchen Container meinst du denn? Da, wo du gerade warst? Ja. Schwimmst du ein bisschen durch? Hier ist er. Das ist nix, das ist leer. Okay, oh, da ist ein Fragment drin, ne? Aber das muss man scannen, aber den Scanner haben wir noch nicht. Na, ich erinnere mich langsam wieder an alles. Oh ja, es wird Nacht. Denk an Essen und Trinken, ne? Du musst die Fische hier garen. Ja, ja. So, okay, ich glaube, ein Repariertool wäre jetzt eine ganz coole Sache. Jetzt bin ich mal gespannt, wie synchron die ganze Geschichte ist, wenn der Pappnase, wenn ich repariere. Bleib hier. Ob das für den Pappnase auch repariert wird. Also, das Reparierwerkzeug kostet Höhlenschwefel. Ah, oh, ich hab's vergessen. Und ein Silikongummi. Aber soll ich mal Höhlenschwefel? Silikongummi. Oh, Saugzugventilatoren für Kohlekraftwerke habe ich vergessen. Was? Nichts. Wie leuchtet was? Ah, ich brauche Windegras. Oh, ist ja gar nichts hier. Ist Kupfer, gut, hier ist irgendwo Kupfer. Ich habe einen Hinweis bekommen. Nein. Ist irgendwo eine Lampe? Ja, ich sammle einfach Scheiße ein hier. Boah, ist das dunkel. Das ist super dunkel, ne? Ich sehe nichts. Oh, Luft. Ich glaube, du kannst ja noch eine Flasche machen, dann. Ich werfe mal hier die. Ist die ganze Zeit im Inventar. Boah, wie cool das aussieht. Yeah. So, eine Ersatzflasche oder eine neue Flasche. Kostet dreimal Titan. Ja, toll. Ich hab Leuchtelicht gemacht bei uns an der Base. Bist du denn? Hier oben. Jo. So, komisch. Also ist ganz komisches Gefühl, Subnautica zusammenzuspielen. Essen. Fisch. Fisch. Lecker Fisch. So, ich brauche Metallschrott oder sowas. Aber die Aurora ist noch nicht explodiert. Ich sammle erstmal Titan. Mal gucken, ob ich dir was geben kann gleich. Ne? Ich versuche mal jetzt genug zu finden. Das sieht nach Metallschrott aus. Ah, man sieht kaum was. Ach, Eier.
Ist Subnautica irgendwie dunkler geworden? Also ich sehe überhaupt nichts mehr. Das ist pechschwarz, Subnautica. Ich muss gleich meinen anderen Look anstellen, glaube ich. Player-Pappnase. Das bin ich. Du darfst ruhig Fragen stellen, ne? Also ich könnte tatsächlich mal was beantworten. Ich weiß, wie das geht. So, ich versuche jetzt eine Flasche extra zu bauen. Die kriegst du. Das ist ein äußerst hässlicher Fisch. Er sammelt fleißig Fische. Ich nehme einen Schatten. Was bist du? Oh, du siehst aber gefährlich aus. In der ersten Folge müssen wir erstmal alles so grundmäßig aufbauen. Das ist das Wichtigste. Wir können auch eine Basis zusammenbauen, habe ich gelesen, in der neuen Mod. Also in den neuesten Dings davon. Bin mal gespannt, ob das alles so klappt, wie man sich das wünscht. Vor allem zusammen den Planeten verlassen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hier ist irgendwie so ein Elefantenfisch. Ja, pass auf, der... Oh, ich habe Schmierstoff gelernt. Yeah! Oh, ich habe das ganz vergessen, wie cool das Spiel war, ey. So, noch eine Flasche. Komm nach Hause, ich will eine Flasche schenken. Okay. Da kannst du länger tauchen. Neuer Bauplan, Tauchflasche mit hoher Kapazität. Hä? Wovon hängt das ab, was man lernt? Bitte? Wovon hängt das ab, was man lernt? Hast du jetzt einfach was gelernt? Ja. Weil ich das gemacht habe wahrscheinlich. Ich habe die Tauchflasche gebaut, dann lernt man. Okay. Aber wo ist denn das Pappnäschen? Hier, ich bin hier am Livepod 5. Ist doch schwierig. Ich weiß nicht, ich werfe einfach mal hier was auf den Boden, aber ich glaube, hier drin darf man nichts abwerfen. Gegenstand tauschen. Ja, wir müssen das draußen unten machen, unter Wasser. Haben wir jetzt zum Höhlenboden. So, ich lasse mal eine fallen, die müsste jetzt hier schweben. Da, wo ich bin ungefähr. Siehst du das? Was soll da schweben? Hier, was genau. Ich guck genau, eine Flasche. Ja. Wenn du dir schnappst, müsstest du... Inventar voll. Was hast du gemacht? Scheiße gesammelt. Wie werfe ich das raus? So. Wo ist die Flasche jetzt? Da. Ich hab die Flasche. Ehrlich? Ja. Die liegt aber immer noch da. Na gut, da hätte ich nur eine Baum brauchen, ne? Okay. Ja, muss ja erstmal wissen. Das muss ja. Was denn die? Können wir jetzt so nicht. Warte mal. Was genau war das jetzt für eine Standard-Tauchflasche oder was? Genau. Nee. Doch. Die erweiterte davon. Standard-Tauchflasche, nochmal 30 Sekunden, ein bisschen mehr Luft. Also müsste ich 66. Ne, wie viel? 75. Sekunden? 75. Ja. Okay. So, die Sonne geht wieder auf. Ich will jetzt das Repariertool bauen. Wahrscheinlich braucht das immer nur einer bauen von uns, was man baut. Schwimmflossen, nein. Da, dafür brauche ich jetzt nochmal Schwefel. Ah, Knallpembumfische. Das ist Pappnasengesicht. Dann versuche ich mal mein Glück. Boah, schon so lange nicht mehr gespielt. Herrliches Spiel, oder? Ist das ein gutes Spiel? Sag mal, bist begeistert nach den ersten zwei Minuten, ne? Oh, nein, jetzt habe ich den Pilz, den ich rausgeworfen habe, wieder aufgesammelt. Scheiße. Ja, später brauchen wir die Pilze. Kreaturenei. Was? Fortschritt, Theorie, fremde Eier. Ach, wenn du eins sammelst, dann kriege ich das auch, den Erfolg. Oder die Erfahrung. So, ich brauche einen Knallpeng-Bummfisch. Wenn ich sterbe, stirbst du bestimmt auch. Glaube ich nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Also man kann auf jeden Fall sterben, also pass auf. Noch mehr Titan. Wie kommt man am besten an die Oberfläche? Hochschwimmen mit W oder mit Leertaste? Leertaste. Auf jeden Fall, ich will Leertaste sagen. Das wirkt schneller. Da kannst du auch noch so einen Beutel machen, der dich ganz schnell nach oben treiben lässt, aber den habe ich damals auch nie gebaut. Hier ist Furz, ist das gefährlich? Ja. Okay. Grafiker, ja. Ich sammle. Ich habe überhaupt nicht an den Grafikeinstellungen geändert. Ja, wenn er nichts eigentlich, dann ist bei mir was auf total niedrig eingestellt. Oh, die Röhre ist nicht zu sehen. Komisch. Oh Gott, wenn man das auf Film stellt, die Film ist hübsch. Film finde ich richtig hübsch. Wir haben ja auf jeden Fall ein Wrackteil, obwohl die Aurora noch gar nicht explodiert ist. 48 Luft noch. Oh, ich komme nicht zu diesen blöden Knallpeng-Bummfischen hier. Ich habe noch genug Luft.
Ah, hier. Hallo. Aber der kommt nicht klar mit seinem Leben. Ich muss erstmal Luft holen. Scheiße, die Baggen. Die Fische, die ich brauche. Ich weiß nicht, warum schafft das eigentlich ein Modder, einen Multiplayer zu machen, aber einen Entwickler nicht? Ja, keine Ahnung. Einer backt rum. Das ist keiner. Blei. Was bist du? Fisch gefangen. Wir haben Post. Okay, ich schwimme nochmal durch. Nur ein Knallpeng-Bummfisch? Ah, ganz viele. Die backen alle rum. Ich komme nicht an den ihren Feenstaub. Ganz so klar kommt das Spiel nicht damit, dass wir zusammenspielen, glaube ich. Wieso? Ich weiß nicht. Was hast du denn? Ja, hier sind so Fische, die rauskommen und dann explodieren. Kennst du die noch von den Videos? Ja. Aber die hängen nur in der Loch und gucken doof. 2 Stunden explodiert hier was. Okay, ja, das ist ja auch hoch, wa? So, das ist natürlich doof, da kommt man ja gar nicht am Schwefel dran. Vielleicht musst du mit mir in der Nähe sein. Wo bist du denn? Da bist du. Kommst du mal hier in der Nähe? Vielleicht reagieren. Ja, ich komme. Vielleicht reagieren die ja nicht, wenn nicht beide da sind, was ja seltsam wäre. Ich sehe dich nur gar nicht. Doch, da kommt. Chill mal dein Leben, 60 Meter entfernt. Nein, das meinte ich so doch nicht, oh, Sack. Aber immerhin, du hast einen Kopf, ne? Wir hatten hier nie. Oh, guck mal, wenn du den Feuerlöscher benutzt. Ja, ich weiß. Bei mir benutzt du aber nichts. Bei mir du nichts benutzt. So, jetzt müssen wir hier irgendwo das Loch. Wo war das denn jetzt? Scheiße. Hier unten. Nee. Mann, scheiße. Wo war das denn jetzt? Er hat's verkrückt. Hier. Wo bist du denn jetzt? Hä, wo bist du? In der Höhle. Oh, in der Höhle. Ja. Aber ich bin in einer anderen Höhle als gerade. Gefühlt. Da ist ein knapper Bummfisch. Okay, da. Die interessiert sich nicht. Normalerweise kommen die raus. Ich glaube, da hilft nur ein Messer. Dann kriege ich das hin. Pass auf deine Luft auf. Ja, 30 Sekunden. Ich flutsch mal wieder hoch. Oh, hier liegt was drin. Titan. So. Ah, wie cool. Hast du ihn jetzt da rausgekriegt? Nee. Ich will ein Messer machen. Vielleicht kann ich ihn ja zerdeppern, den Fisch. Du hast noch kein Messer. Das ist aber ein Armutszeugnis. Du hast auch keins. Ja, und? Du bist der Profi. In den Multiplayer stürzt man auch nicht ab, weil das ja keinen Sinn ergibt irgendwie, wohl. Weißt du was, wir dürfen das Messer doch gar nicht bauen, doch da. Ach, fucking Silikongummi, ey. Wie sieht das aus, Silikongummi? Wie eine große Titte? Da musst du aus mehrere Sachen herstellen, ich weiß nicht mehr welche. Schlingpflanzen. Das sind die langen Pflanzen, die nach oben wachsen. Hab ich, 2 Stück. Die gelben davon. Hab ich. Sehr gut, stolz auf dich. Und Titan brauchst du natürlich für ein Messer, ist ja aus Metall. Hab ich. Ja, dann kannst du dir ans Bauen gehen. Du musst aber erst Silikongummi herstellen. Also, die Pupsfische reagieren auf mich auf jeden Fall. Ja, Ressourcen, persönliches, Ausrüstung. Schwimmende Luftpumpe, toll, Leitung. Toll. Ach, Inventar voll. Ich schwimme die ganze Zeit hier rum, ja? Schmierstoff. Ich brauche aber Silikon. Da, Silikongummi. Jetzt kann ich herstellen. Messer. Warte, wie labert mich gerade die Tante voll? So. Werden wir den Planeten je verlassen? So. This is Lifepod 3 uploading our coordinates.
We're plugging some holes in our emergency sea glide. So if we're late for the rendezvous, don't panic. Rendezvous also, with a panic. Don't go home without us. So jetzt habe ich ein Messer. Seriously. Three out. Ernsthaft? Drei Ende? Was? Hä? Ich habe das gesehen, wie das Ding das Messer hergestellt hat. Echt cool. Ich dachte, der macht jetzt nochmal ein Messer. Ich könnte ja wieder eins hinwerfen, dann kriegst du es ja auch. Aber dann ist wie kriege ich Wasser? Du kannst Blasenfische töten oder man baut die aus so einer komischen Pilzen hier. Ach, diese Pilze, okay. Die habe ich nee, da. Nee, die nicht, die nicht. Nicht die lilanen? Nein. Boah, dafür brauchst du auch wieder ein Messer. Musst du die abhacken. Ja, oder du holst die Blasenfische. Das sind diese pinken Fische, die rumschwimmen. Die kannst du zu Wasserflaschen verarbeiten. Total realistisch. Yeah, Pilzschatzahn. Ja, ich mach das schon, Pappnase. Also, wirst du das schon schaffen. Tja. Problem ist halt, wir müssen das Repariertool haben. Das ist das Schwierige gerade. Ich habe mich wieder verschwommen. Ich hoffe, dass das die Lösung ist jetzt hier, weil die Dinger ja nicht funktionieren. Da. Jawohl, hat geklappt. Ich hab's. Der Fisch ist explodiert, weil ich ihn geschlagen habe, aber er ist nicht rausgekommen. Ich habe hier auch noch einen. Schwimm, kleiner Fisch. Was hast du noch ein? Ja, hier ist auch noch so ein Huch. Ein Huch? Hier ist aufgesammelt auch so ein Blasenfisch. Ich bin halt professionell, ich schwimme nicht so weit. Ich kann's halt, ne? Hier ist noch einer. Wupp. Der sieht ein bisschen aus wie ein Dude, Blasenfisch. Echt? Hm? Ich fühle mich geehrt. Ich habe hier so einen Pilz, der sieht ungefähr aus wie du. Gut, dass man hier nicht kacken muss. So. Silikon. Was bringt denn dieses Kreaturenei? Das kannst du in dein eigenen Becken reinschmeißen dann, wenn du das mal gebaut hast, und das wird dann, ach, kannst du dir Fische züchten sozusagen. Dann werfe ich das weg. Ich habe Gold gefunden, ich habe Blei gefunden. Bringt das irgendwas? Später auf jeden Fall. So, ich habe ein Repariertool. Ich mach mal, kommst du mal her? Ob du können wir jetzt ein großes U-Boot bauen? Habe ich schon fertig. Nein, da bist du ja, ne? Du schwebst ein bisschen komisch in der Luft, aber egal. Du bist im Boden. So, ich repariere das mal. Mal gucken, ob das, tut das was bei dir? Was denn überhaupt? Da, wo ich hinguck. Ist das hier eine zuhe Klappe oder noch die Kabel am raushängen bei dir? Hier hängen die Kabel raus. Okay, dann komm mal mit, ich guck mal, ob ich dir den nochmal geben kann. Dann musst du die bestimmt auch mal reparieren, was ja blödsinnig wäre, aber... Obwohl die mir irgendwie was gesagt hat, von wegen Secondary Kacke ist irgendwie. Jetzt guck mal da, es schwebt da was rum. Liegt ja auf dem Boden. Hab ich. Hast du schon? Mhm. Ich kann es auch noch mal nehmen. Wir dürfen... Brauchen es nur einmal bauen, das ist ja cool. Da kannst du das eventuell auch reparieren nochmal. Hast du irgendwas repariert? Ja. Hast du repariert oder was? Ja. Okay, dann die nächsten Werkzeuge müssen her, ne? Zack, zack. Was wäre denn jetzt wichtig? Hier, das Konstruktionswerkzeug ist super, super wichtig. Scheiße, Computerchip. Ne, der Scanner. Eine Batterie braucht man dafür. Also ich baue uns mal ein. Höhlenschwefel, ist das irgendwie interessant? Ja. Hast du das schon? Ja. Ich brauche zwei Säurepilze. Das ist ja wohl ein Kinderspiel für mich. Habe ich hier drin. Oh, die findest du ja überall. Die gibt es ja milliardenfach. Ja, aber ich habe sie hier. Jetzt musst du nicht losschwimmen. Ja, aber ich muss sie mir doch geben. Und dann werfst du mal raus. Die sind doch hier. Hier sind die. Kannst du da reingucken, wenn du in einen Container hier reinguckst? Ja, siehst du, was da drin ist? Ja, warte. Komm mal her. Komm mal eben schnell. Ja, ich sehe die Säurepilze. Zwei Stück. Echt? Perfekt. Geil. Und den anderen Kram hast du aber auch da drin gesehen. Ja, alles. Cool. Eine Batterie mache ich mal schnell. Bam. Die Energiezelle gelernt. Der Scanner. So, den kann ich dir jetzt auch geben, wenn du mit runterkommst, oder? Aha. Interesting. So, wo ist er denn? Da. Ich lege ihn auf den Boden. Wo bist du denn? Da. Hier. Hast du ihn genommen? Ja. Perfekt.
Das ist ein bisschen komisch, ne? Aber ist halt so. Das ist das halt, wo die Kiste war, wo du gerade warst. Das kannst du das Ding zum Beispiel scannen mit der rechten Maus. Keine Ahnung, wo die Kiste ist. Ich glaube, die war hier. Ja, hier ist er. Es wird schon wieder Nacht. Hier ist nämlich ein Seegleiterfragment drin, was überwichtig ist. Boah. Das ist dunkel, ey. Hast du diese Filmfarbding da drin, oder ja, was? Ja. Ja, ich dachte, das wäre okay. Cooler für ein Video, aber ich glaube, das ist doch zu dunkel. Das ist echt dunkel. Huch. Laubhalme. Du kannst auch Fische scannen und sowas, ne? Also. Was ist das? Was habe ich denn jetzt hier überhaupt? Oh, Luft. Säurekapselmantei. Es explodiert hier was? Muss ich irgendwie in Sicherheit gehen? Wo explodiert die Aurora? Die Aurora ist gerade explodiert. Bei mir hat die gar nichts gemacht. Bei mir ist jetzt gut. Ja, wenn jetzt ist ziemlich stark strahlen, muss er aufpassen in deiner Nähe, aber siehst du ja. Also, mein Server, warum? Strahlenschutzanzug. Ja, hab ich auch gerade gelernt. Wow! Jetzt explodiert sie bei mir auch. Alter! Muss ich erstmal gucken, was ich überhaupt habe. So, Scanner. Alter, klasse, ey. Ich hab das vergessen, wie cool das ist. Draws from available data to provide environment appropriate equipment. Locally available materials. Ich muss den Scanner nutzen, oder was muss ich nutzen für so eine Kiste? Ja, da in der Kiste liegt was drin. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich... Fasergewebe, das kann ich noch gar nicht machen, ne? Wie ich mit dieser Seegleiter... Ach, Seegleiter-Fragment. Ach, das ist das wahrscheinlich, die Kiste, wo du warst. Genau. Die verschwindet nicht. Das soll ja nicht verschwinden. Okay. So. Ja, wir werden das Spiel jetzt nicht mit in Highspeed durchspielen. Das wäre blöd, ne? Wenn wir jetzt schön basteln. Eine kleine Basis. Das dürfte nicht. Ah, wir brauchen das. Ja, Quatsch. Wir müssen erstmal das Bauwerkzeug haben. Blödsinn. Das kostet. Ein Computer-Fucking-Chip, ey. Oh, das habe ich schon immer gehasst. Aber ich glaube, der war gar nicht mehr so schlimm. Fischkoralle, Kupferdraht. Ja, perfekt. Kupferdraht, da. So. Tischkoralle. Wo schwimmst du? Was suchst du? Einfach so, ich guck, was hier so rumliegt. Ich gebe hier so ein scheiß Ei. Wie viele Spieler können wohl auf so einen Server? So 30 Leute drauf, weißt du? Toll, Tischkoralle. Warum ist das denn schon wieder Nacht, Mann? Einstellung, Film, Bildschirm, Blödsinn. Film. Neutral. Neutral sehe ich ein bisschen besser. Lag hier nicht normalerweise auch immer so Müll, Raumschrott rum? Ja, habe ich schon gefunden ein paar Mal. Echt? Es ist halt 4 Titanen rum. Raus, mein ich. So. La 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 la. Ich finde keine Tischkoralle, das kann doch nicht sein. Wie sehen die aus? Die hängen so an den Steinen rum. Die hängen an den Steinen rum. Ja, die gibt es nicht tatsächlich überall, aber. Die sind jetzt aber auch nicht so schwer versteckt gewesen. Tischkoralle. Was ist das am Leuchten? Ein komischer Unschärfeffekt, den muss ich nochmal einstellen, ein bisschen. Ich brauche ein paar Blasenfische, komm her. Na. Blasenfischi. Ein paar schwebende Pflanzen. Oh, muss ja immer dein Essen und Trinken im Auge behalten, das ist immer scheiße. Ja, trinken habe ich nur noch irgendwie. 30%. Das kann man ja sogar sehen, aber dein Kopf ist ja da in die Anzeige. Ich nehme noch einen Metallschrott mit. Ah, Tischkoralle, hallo? Wie, was heißt das denn? Die hängen irgendwo an der Wand rum, sind die? Ja, so untereinander Hüllen, ganz.
Ja, die haben mehrere Farben. Ein Garryfisch. Aber irgendwie bin ich zu blöd. Warte mal. Da unten ist... Ah! Ich habe noch 51 Luft. Vielleicht finde ich das zweite Sea Glider Fragment. Das wäre eine Irre. Da ist ein Loch. Ist einfach gar nichts. Bist du? Müll. 30 Sekunden. Wow! Au! Pirsch hat mich erwischt. Help! Da schwimmt der Pappnase. Ist komisch, dass hier noch ein anderer rumschwimmt. Verwirrend. Nicht nur um. Oh, hier sind ganz viele Kisten. Ja, aber die sind alle leer. Also jedenfalls bei mir. Tisch. Und jetzt. Oh, was mein. Ey, mein Scannerzeug und so ist weg. Wo weg? Man muss auf die Zahlen 4 drücken oder 5. Ja, die sind. Ist weg. Hast du getan? Ihr habt die nicht mehr drin. Warum? Ich hab sie dir ja gegeben. Vielleicht musst du sie tatsächlich selber bauen. Aber ich vermisse wirklich dieses Blöde. Du weißt schon was. Auch mal so genau. Nee, was meinst du? Tischkoralle. Ich weiß ja nicht, wie die aussehen, sonst hätte ich sofort eine gefunden. Oh, PDA. Er hat einen Schreibtisch scannen. Das ist das Allerwichtigste hier. Ach ja, muss ich auch noch reparieren. Naja, mal gucken, ob man das wirklich zu zweit durchzocken kann. Da bin ich mal neugierig. Also, hat momentan so ein bisschen komisch. Man muss sich ein bisschen einspielen, ne? Ja. Hier rein? Für nix? Ist ja ulkig. Reparierst den Raum und ist nix drin. Bist du jetzt denn schon in der Aurora drin oder was? Nein, nein, Gott. Da brauchst du einen Strahlenschutzanzug erst. Ich hab nur einen Wrack gefunden. Aber irgendwie hab ich ein blödes Gefühl gerade, diese Tischkoralle. Wächst wirklich verdammt aber überall. Schneide die Schlingpflanze mit dem Messer. Was? Schlingpflanzenprobe, okay. Ich verabschiede mich mal in einer anderen Richtung. Die Sonne geht wieder auf. Vielleicht war wirklich da keine Ecke für Flüssigkeitsaufnahme erforderlich. Kein Problem. Da, ich habe ganz viele. Haha, bei uns wachsen einfach nur keine. Doofen Schweinetischkorallen. So. A Dream. Oh, ich bin unter 90 Meter gekommen. Pass auf, Mann. Schwuppdiwupp, bist du tot. Ach, ich hab das schon mal gemacht. Gott, geht das noch weit nach oben. Huch, wie tief bin ich denn? Ach du Scheiße. Ja, man verliert schnell das Gefühl für die Tiefe hier. So, hast du den ganzen Tools jetzt noch, oder? Nee, habe ich nicht. Das ist ja kacki, ne? Was soll ich jetzt überhaupt nochmal bauen? Achso, genau, den hier. Für den Computerchip. Oh, hier schreit irgendwas. Ganz böse. Boah, ja, könnten Pirscher sein. Die sind nicht so schlimm. Was soll ich denn jetzt bauen? Ein Computerchip, ne? Der will... Ach, den darf ich schon bauen. Bäm. Erweiterter Kabelsatz gelernt. Jetzt brauche ich einen Kabelsatz und eine Batterie. Zweimal dummes Silbererz haben wir da schon. Toll, Gold haben wir, aber kein Silber. Okay, das, für den Start heute machen wir das noch fertig. Aber ich glaube, Pappnase brauchst du auch nochmal alles selber gebaut, ne? Ja. Wenn das einfach verschwindet, ist natürlich doof. Oh oh. Machst du wieder kaputt irgendwas? So, 30 Meter noch. Wo bist du? Da. Oh oh. Oh, mein Bildschirm wird dunkel. Das hält eine lange Zeit. Oh Gott. Okay.
Ich lebe noch. Boah, das war, sah von hinten schon knapp aus. Ich sehe nur deinen komischen Punkt da hinten. Da ist ein Unterwasservulkan, da krieg ich jetzt mal Silber. Oh, es ist heiß hier. Meine Hoden. Das wird schön schneller, wenn man nichts in der Hand hat. Aha. Jawohl, Silber. Wow, krass, zweimal Silber gefunden. Hast du Lack? Silber habe ich schon. Habe ich schon gestern gefunden. Glaube ich das sogar. So, HP ist wieder voll. Action, da schon mal weiter zurück. Cool. Es ist so irre, ey. Ey, irre, ey. Vergriffelt. Habesatz. So, was ist Schmierstoff? Was ist... Achso, das kann ich schon. Das habe ich schon. So. Ich habe den Bilder. Wow. So, jetzt wäre Trinken auf jeden Fall mal eine interessante Sache. Denk an die Blasenfische. Da musst du einfach nur auf das... Was sind denn die Blasen? Der ist ja egal, du musst auf den Fabrikator, dann auf die Messer und Gabel und dann auf die auf dem Tropfen. Da kannst du dann Wasser machen. Siehst du das? Warte mal ganz kurz. Essen, Tropfen, Blasenfisch, Chlorbleiche. Nein, das ist nicht lecker. Blasenfisch, okay. So, jetzt habe ich hier diverse Utensilien gesammelt. Schlingpflanzenbüschel, scheiß drauf damit. Kreatureneier, das ist wirklich wertvolle Sachen. Schlingpflanzenprobe verfault. Die brauchen wir nicht. Glaubhalsalm, wofür sind die gut? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die haben nicht so wirklich eine Funktion. So, ich habe ein bisschen Titan. Guck mal jetzt mit raus. Zeig dir die Basis jetzt, die wir hier errichten werden. Sollen wir hier? Ja, ne? Wo sonst? Nein, das kostet Blei, im Ernst? Ich hab Blei. Hast du in der Tasche oder oben drin? Oben drin, glaube ich. Ja, warte da kurz, ich komme da wieder. Boah, ich habe das alles vergessen, ey. Ich weiß doch grob, wie es geht, logisch, aber... Ein Blei, aber passt. Da können wir jetzt Foundations bauen, weißt du? So, das wäre die erste Foundation heute. Bam. Siehst du die? Oh, ich muss ganz schnell trinken. Was machst du denn da? Kackst du alles aus? Ja, ich muss ganz schnell trinken. Blasenfische machen. Wo sind die? Warte, ich mach dir Wasser. Ich kann dir bestimmt was... Wasser. Ich lass fallen. Eine? Okay, lass fallen. Hier. Ich habe es außerdem eine getrunken. Kannst du die noch nehmen? Sehr gut, ja. Dann nehme ich sie nochmal und lasse nochmal fallen. Guck mal. Kannst du dann nochmal nehmen? Wo ist sie? Steht direkt vor mir. Nee. Okay. Dann hast du überlebt. Siehst du jetzt hier das Fundament? Das sehe ich, ja. Sehr gut. Das ist das Allerwichtigste. Aber ich will jetzt erstmal nach Blasenfisch gucken. Mhm. Gut. Wir sind jetzt 33. Wir machen so eine halbe Stunde Folge immer, ne? Ich mache jetzt einen Cut, okay? Ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Tschüss.